Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 1Live. 0800 220 5050. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Unser Thema heute Nacht heißt ungewöhnliche und extreme Berufe. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eben ganz ungewöhnliche und extreme Sachen machen beruflich, die Dinge tun, die vielleicht so von den normalen Menschen als ekelhaft empfunden werden oder als sehr kurios oder vielleicht auch als bizarr. Also wenn ihr gerne mit mir über euren Job sprechen möchtet, was ihr so den lieben langen Tag macht oder vielleicht mal gemacht habt, das kann ja auch in der Vergangenheit liegen, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder meldet unter domian@wdr.de. Bin sehr gespannt, was wir heute alles hier zu hören bekommen. Und meine erste Anruferin hat schon den vielversprechenden Namen Domenica. Ja, hallo Domian, guten Abend. 33 Jahre alt. Genau. Ich kannte aus dem Fernsehen, ich persönlich aus dem Fernsehen mal, die berühmte Domenica aus Hamburg. Ich komme auch aus Hamburg. Du bekommst so. Wohne mittlerweile allerdings in München und gehe nicht der Profession nach wie meine Namensvetterin. Genau, die Namensvetterin war nämlich eine ganz berühmte Hure. Genau. Ne, und hat, ich weiß nicht, vor 10 Jahren so ganz groß überall Schlagzeilen gemacht und war in vielen Talkshows. Und ja, die ich auch sehr bewundert habe, ja, für die Arbeit, ja, die sie gemacht hat. Ja, sehr sympathische Frau, zumindest. Ich habe sie persönlich nie kennengelernt, aber so übers Fernsehen fand ich sie sehr angenehm. Ja, und sich engagiert hat, fand ich gut. Genau. So, jetzt zu dir. Was machst du Ungewöhnliches oder Extremes? Ja. Ich arbeite als Medium und als Geistheilerin. Oh, als Medium und Geistheilerin. Das heißt... Da wird mir gleich schon ein bisschen Angst und Bange. Klingt es so scheußlich? Nein, nein, es klingt nicht scheußlich, aber es klingt natürlich, da geht gleich so, gehen die Gedankengänge. Was heißt Medium, was heißt Geistheilerin? Ja, beschreib's mal ein bisschen. Viele Menschen... erstmal befremdlich, vor allem auch, weil sie mit dem Begriff nicht viel anfangen können. Medium sagt mir so im ersten Moment, das ist ein Mittelsmensch zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt. Genauso ist es. Ja. Genauso ist es. Das heißt, du kannst Kontakt zum Jenseits aufnehmen. Mhm. Ich mache Jenseitskontakte. Das heißt, da kommen Menschen zu mir, deren Angehörige, Freunde verstorben sind und die das Bedürfnis haben, nochmal mit denen in Kontakt zu treten. Und das kannst du dann? Ja, das... Wie machst du geht das? Geht mir sogar ziemlich leicht von der Hand, erstaunlicherweise, ja. Wie machst du das? Kannst du das beschreiben, wie du dich konzentrierst oder an was du denkst? Ich erde mich erstmal, das heißt energetisch verbinde ich mich mit der Erde, komm runter, so wie Menschen das beim Meditieren machen. Ne? Ja. Geh nach innen. Ja. Schließt du die Augen dabei? Meistens, am Anfang ja, am Anfang meistens, genau. Ja. Und wenn ich denn mal drin bin sozusagen, wenn ich den Draht mal gefunden habe, dann kann ich sie auch öffnen. Dann nehme ich auch oft wirklich mit meinen Augen jemanden im Raum wahr. Geht das so schnell? Oder musst du eine bestimmte Formel denken oder ein bestimmtes Ritual im Kopf durchspielen, bevor du dann in diese Verfassung gerätst? Das dauert schon, wenn ich eine Sitzung habe und mich richtig vorbereite, nehme ich mir schon 10, 15 Minuten Zeit dafür, um mich vorzubereiten. Auch erst dann erscheinen die Leute, also das mache ich in der Vorbereitung, bevor überhaupt die Menschen zu mir kommen oder mich anrufen, zum bestimmten Termin, da bereite ich mich vor. So dass ich dann, wenn die Person am Telefon ist, bereit bin. Und dann geht es recht schnell. Ja, also deine Kunden rufen dich an oder kommen persönlich vorbei? Genau, je nachdem. Mhm. So, jetzt, wie geht das weiter? Siehst du dann vor deinen geistigen Augen oder fast wie real die verstorbene Person? Wie real würde ich es nicht sagen. Vor meinem geistigen Auge sehe ich eine Menge. Da ist auch manchmal sehr detailliert. Es ist wirklich bis zum Aussehen geht, wie dieser Mensch aussah, als er gelebt hat. Ja. Nicht immer, aber kommt manchmal vor. Ja. Und mit meinen realen Augen nehme ich es eher als so ein Schatten wahr. Als wäre auf einmal noch ein extra Schatten im Raum, so ein bisschen verschwommen. Fühlen sich die Toten belästigt, wenn sie von der Diesseitigkeit nochmal angerufen werden?
Es steht erstmal den Toten ja frei, überhaupt zu antworten. Mhm. Wenn die sich belästigt fühlen oder keinen Bock haben, dann machen sie es auch nicht. Mhm. Ja. In der Regel sind sie sehr hilfsbereit und freuen sich, weil die meisten Menschen, die zu mir kommen, auch einfach das Bedürfnis haben, nochmal mit ihren Lieben zu sprechen, sich nochmal zu verabschieden, nochmal loszuwerden, dass sie sie lieben. Also leistest du eine wahrscheinlich sehr fundierte Trauer. Ja. Arbeit mit den Menschen zusammen. Ja, es ist eine Ergänzung für einen heilenden Trauerprozess. Mhm. Nur werden natürlich viele Leute, Zuschauer, Zuhörer werden denken, ach, das ist alles Humbug. Es gibt keinen Jenseits und es gibt keine Toten. Ja. Also kein Weiterleben nach dem Tod. Was erwiderst du denen? Ja, da sage ich erstmal, kann ich gut verstehen, denn so habe ich früher auch gedacht. Mhm. Also ich komme beruflich aus einer ganz anderen Ecke, habe auch eine ganz klassische Ausbildung mit Grafikdesign, Marketing und Webdesign gemacht und sowas. Gab es ein besonderes Ereignis, dass du dann in diese, ich sag mal, in diese Szene, in diese Welt hineingekommen bist? Es ist kein Ereignis, was ich bestimmen könnte. Es ging auf einmal los, dass ich in meinem normalen Alltag auf einmal begonnen habe, Dinge wahrzunehmen, die eigentlich nicht da sind. Und dann für mich so die Wahl zu treffen hatte, entweder ich nehme diese Wahrnehmung ernst, oder ich lasse mich irgendwo einweisen. Woher weißt du, dass das Jenseits ist und nicht einfach eine Kapriole deines Geistes? Das ist eine gute Frage. Das hatte ich anfangs eben auch, wo ich das nicht einordnen konnte, was das da ist und was ich da wahrnehme. Mhm. Aber durch jahrelange Übung und Ausbildung, auch im Bereich vom Geistheilen, vom hellsichtigen Wahrnehmen, wurde ich da immer sicherer, sodass ich das jetzt gefühlsmäßig unterscheiden kann. Also für dich ist das ganz klar, es gibt ein Jenseits, es gibt ein Leben nach dem Tod. Für mich ist das für ganz klar. Für dich persönlich ist es gar keine Frage mehr. Genau. Mhm. Aber ich versuche auch nicht missionierend jetzt durch die Gegend zu laufen. Mhm. Wenn da jemand nichts mit anfangen kann, ist das fein. Ja. Mhm. Empfindest du das als eine Gabe, was du da hast? Für mich auf jeden Fall. Mhm. Also nachdem ich das gefunden hatte, war das, als wäre mir ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich endlich das gefunden hatte, wonach ich unterbewusst immer gesucht habe. Wenn du in Kontakt bist, so oft in Kontakt bist mit Toten, was erzählen die Toten vom Totenreich, vom Jenseits? Wie ist es da? Dazu erzählen sie recht wenig, weil auch die Nachfrage von den Hinterbliebenen nicht so häufig kommt. Mhm. Es kommt eher die Frage, wie geht's dir? Und da ist die Antwort in der Regel, ja, mir geht's gut, es ist schön hier, Opa ist bei mir oder mein Vater oder wer auch immer. Mhm. Hast du denn persönlich auch schon mal aus deiner Familie, aus dem Bekanntenkreis, jemand, der gestorben ist, auch schon angesprochen? Ja, mein Vater ist vor knapp 10 Jahren verstorben. Und du hast mit ihm Kontakt gehabt? Ja, damals hatte ich dieses Wissen und diese Weltanschauung noch nicht und war echt am Boden zerstört. Mhm. Und als es dann später auftauchte und ich mich da langsam rangetraut habe und irgendwann mich dann auch drangetraut habe, mit ihm in Kontakt zu treten, war das auf der einen Seite furchtbar schmerzvoll, weil es das Ganze, wie er mir fehlt und so wieder raufgebracht hat. Mhm. Und auf der anderen Seite sehr tröstend und beruhigend, dass er irgendwie noch da ist, wenn auch in einer anderen Form. Hast du ihn nicht gefragt, wie gefällt es dir in der jenseitigen Welt? Das ist eine lustige Frage. Nee, hab ich nicht. Interessiert uns doch alle, wie es denn dann ist. Weil ich spüre, dass es ihm gut geht. Ja. Sprichst du mit den Toten über ganz grundsätzliche, substanzielle Fragen? Beispielsweise können sie dir den Sinn des Lebens erklären? Lass mich mal so antworten. Es kommt häufiger vor, dass Hinterbliebene, mit denen ich spreche oder für die ich channele, fragen, ja, was hat das jetzt alles noch für einen Sinn, jetzt wo du, mein Mann zum Beispiel, tot bist? Was soll ich hier noch? Und so eine verallgemeinerte Antwort, die da kommt, ist, ja, das Leben ist einfach das Leben. Da ist kein großer Plan dahinter, da ist kein großer Sinn dahinter. Es geht darum, das mit in vollen Zügen zu genießen, mit allen Sinnen wahrzunehmen aber und das Beste draus zu machen. Aber das wissen wir auch so. Ja, ja. Was erwartet man da an großer Antwort? Naja, sprechen die Toten über Gott? Gibt es Gott? Da würde ich sagen, fällt die Antwort so aus, der
Gott, an den du glaubst, der sitzt in deinem Herzen, sowas in die Richtung. Gibst du mir jetzt die Antwort oder haben das die Toten dir so Ich versuche das zusammenzufassen aus vielen Sitzungen, was so die Bottomline ist von dem Ganzen. Ich finde das sehr interessant, mit dir zu sprechen, könnte auch sehr lange noch mit dir sprechen, aber unsere Zeit läuft davon, deswegen möchte ich gerne noch auf einen anderen Aspekt kommen, den du gerade am Anfang genannt hast. Du bist auch Geistheilerin. Ja. Was bedeutet das? Können Menschen mit sehr schweren Erkrankungen zu dir kommen und kannst du ihnen helfen? Ja, das, was ich mache, was oft missverstanden wird, ist nicht, dass ich die Krankheit wegheilen kann, sondern ich helfe den Menschen, wieder mit sich selber in Kontakt zu kommen. Ja. Sich mit sich selber auszusöhnen. Also nehmen wir an, es kommt jemand zu dir, der sehr schwer an Krebs erkrankt ist. Nehmen wir mal das vielleicht auch ein klassisches Beispiel für dich, jemand, der austherapiert ist, aus der klassischen Schulmedizin. Kannst du noch was tun? Ich kann zumindest so viel für ihn tun, dass er in Frieden sterben kann. Und das ist oft die beste Heilung. Gibt es Wunderheilung bei dir? Du meinst sowas wie Spontanheilung? Ja, dass jemand wirklich mit einer sehr schweren Erkrankung, mit der er sich vielleicht Jahrzehnte herumgeschlagen hat, zu dir kommt und du kannst ihm helfen und danach ist er gesund. Gibt's das? Ich würde es nicht so nennen, dass ich dem helfen kann, sondern er kommt dann in dem Zeitpunkt zu mir, wo ich ihm Impulse geben kann, sich selbst zu heilen. Und das kommt vor. Es gefällt mir sehr gut, du relativierst das sehr, was du tust und du ordnest das ein, das ist mir sympathisch. Ja, ich möchte das nicht so sehr mit mir und meiner Person in Verbindung bringen. Ja. Machst du das hauptberuflich jetzt? Ja, das mache ich. Hast du einen Konflikt, dass du eine Gabe, die dir die Natur, Gott oder wer auch immer geschenkt hat, dass du damit Geld verdienst? Nee. Denn das mache ich ja wie alle anderen Menschen auch. Ja. Jemand, der bezaubernd Klavier spielen kann, weil Gott ihm die Gabe gegeben hat, nimmt auch Geld dafür. Mhm. Bist du dadurch ein mehrgläubiger Mensch geworden durch diese Arbeit, durch diese Gabe? Was meinst du mit mehrgläubig? Bist du ein gläubiger Mensch? Nein, ich war vorher sehr ungläubig, so in der späten Pubertät geworden. Auch dann durch den Tod meines Vaters und so. Und mittlerweile ist es so, ich glaube nicht an den Gott im christlichen Sinne, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es da eine Macht gibt. Ja. Hast du Angst vor dem Tod, vor deinem eigenen Tod? Ja, das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite habe ich heutzutage sehr viel weniger Angst als früher, weil ich eben in meiner Arbeit viel erfahre, was mir die Angst nimmt. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich mich jetzt leicht rede und ich weiß nicht, wie ich reagiere im Moment des Sterbens. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass du noch sehr lange unter uns weilst, Dominika. Ich fand das sehr interessant mit dir. Und vielleicht können wir an einer anderen Stelle nochmal das Gespräch aufgreifen. Ja, gerne. Wir würden uns dann bei dir melden. Ich wäre daran sehr interessiert. Ja, gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Auf Wiedersehen. Schöne Sendung noch. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. Ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt ungewöhnliche und extreme Berufe. Gerade haben wir den Beruf der Geistheilerin gehört, des Mediums. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die wirklich so an den, ich sag mal, ohne das Werten zu meinen, an den Randbereichen des Berufstums arbeiten, die ungewöhnliche Sachen machen, die Außenseiter vielleicht auch aufgrund ihres Berufes sind, die Berufe ausführen, die die meisten Menschen als ekelhaft empfinden oder die Nase rümpfen als bizarre und so weiter. 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit Tanja und Tanja ist 28 Jahre alt. Hallo Tanja. Hallo Domian. Ja, du bist aber weit weg. Ja, hörst du mich? Ja, es geht aber schon. Es klingt so sehr, als würdest du aus Hawaii anrufen. Oh je, nein, ich bin bei Frankfurt am Main. Ach, das geht ja noch. Bei Eschborn, Bad Soden, Schwalbach. Ja, das kenne ich so vom Durchfahren. Ja. Tanja, was machst du? Ich bin Domina. Du bist Domina. Ja, Domina aus Leidenschaft. Domina aus Leidenschaft. Oh, ich bin so toll, dass ich durchgekommen bin. Wie lange bist du schon Domina? Jetzt seit 6 Jahren. Ja, wie wird man Domina? Ja, du musst schon Talent, eine Begabung haben. Ja. Was ist das für eine Begabung? Also ich habe schon im Kindergarten den kleinen Jungs den Arsch verhauen. So. Wirklich ohne Spaß, was mir auch viele Gäste nicht glauben. Sie denken, ich will nur Werbung machen. Und dann kam mein Bruder auf die Welt, der musste dann als Hündchen und als Pferdchen fungieren, mit der Wäscheleine um den Hals und so war das schon immer da.
Und habe dann durch eine Freundin, da bin ich da so reingerutscht. Also es war ein Grundspaß an der Dominanz. Ja, kann man also sagen. Ich bin noch im echten Leben so. Ich sag gerne, was ich meine und lass mich von den Männern nicht unterdrücken und Zuckerbrot und Peitsche, das ist mein Motto. Ja, hast du denn, ich meine, man kommt ja nicht in die Pubertät und sagt, ich will Domina später werden. Nee. Du hast ja wahrscheinlich irgendwas noch gelernt vorher, oder? Hab ich, genau. Ich bin ausgelernte Tierarzthelferin. Ja. Aber meine Mutter hat schon mit 15, 16 gemeint, hier, du solltest mal Domina werden. Nein, die Mutter. Doch, das hat die zu mir gesagt. Die Mama hat das gesagt mit 15. Stell dir das mal vor, die arbeitet sogar mit mir zusammen im Studio. Das ist, ja, wie, dann kommt sie selbst aus dem Gewerbe. Nein, ja, ich habe sie angelernt. Ach. Sie arbeitet bei mir als Zoo. Und damals, als sie das zu dir gesagt hat, war sie eine ganz normale bürgerliche Frau. Eine ganz normale Hausfrau, genau. Und da hat sie zu dir gesagt, du sollst Domina werden? Ja, weil sie einfach gemerkt hat, dass ich so bin, dass es da ist und... Ja, aber da könnte man sagen, hier, werd Managerin oder werd, weiß ich... Nee, ich bin eine außergewöhnliche Familie, glaub es mir. Also auf die Idee zu kommen, wäre Domina. Ja. Wenn sie jetzt zu dir gesagt hätte, wäre Bundeskanzlerin. Du bist eine dominante, starke Frau, du sollst nach oben. Aber nein, das hat sie wirklich zu mir gesagt. Wäre Domina, die schönen langen Stiefel und es ist so aufregend und so toll, der Job. Und ich habe natürlich damals gesagt, ach was Mama, wie soll ich denn das werden? Und habe dann die Ausbildung gemacht. Sie war auch immer sehr dahinterher, dass ich die Ausbildung mache. Achso, Tierarzthelferin. Ne? Genau. Muss man denn dann auch eine Ausbildung als Domina machen? Die gibt es offiziell nicht. Und du fällst ja auch... Ja, dass du nicht zur Berufsschule gehst, das ist mir schon klar. Aber genau. Es gibt doch wahrscheinlich so unter der Hand eine Ausbildung, ne? Oder? Richtig, die habe ich bei guten Dominas gelernt. In guten Läden war ich da. Ja. Und habe natürlich auch sehr gute Bücher gelesen, Theorie und Praxis dann vereint. Und als du so damit angefangen hast, das zu lernen, ja. Hast du da gedacht, wow, das ist mein Element, hier ja. bin ich richtig. Genau, so war das. Und so ist es heute immer noch. So ist es immer noch. Du bist mit Leidenschaft Domina. Genau. Und sagst, das ist mein Traumjob. Das ist er auch. Hast du ein eigenes Studio? Habe ich. Ja, vor einem Jahr eröffnet, mein eigenes. Ja. Mit schwarze und weiße Studio, also das weiße Studio ist das Klinikum und das schwarze Studio ist mehr so für die englische Erziehung, also Flagellation, sprich Po verhauen, Fesselspiele. Halt, langsam. wir können nicht zu viel Wissen voraussetzen. Also das Klinikum, ja. Was passiert da? Da ist ein gynäkologischer Stuhl drin und da wird dann, also die Arschfotze, so nennen wir das, beim Herrn dann die Prostata massiert und mit dem Umschnalldildo wird er dann... Ja, das schneiden wir raus, ne, was du gerade gesagt hast. Okay, wir spulen mal zurück und schneiden das böse Wort raus. Aha, also dann werden Spielchen betrieben auf diesem... Auf diesem untersucht, sagen wir es mal so. Sagen wir es so, ja. So ganz, wie man das beim Arzt auch kennt. Ja. Nur, dass nicht der Arzt da ist, sondern die böse Domina. Genau. Und die gestreng alles dann macht. Genau. Ja. So, und dann gibt es noch diverse andere klinische Spielchen, was man da so machen kann in der weißen Zone. Ja, also er wird dann auch mit Natursekt begossen. Ich sag das jetzt mal so, wenn du weißt, was das ist. Ja, wir wissen das doch alle, was das ist. Genau. Und da kann ich auch über eine Stunde hinweg ziemlich intensiv mit Dosierung dann auch. So, jetzt machen wir einen Sprung in den schwarzen Bereich. Ja. Im schwarzen Bereich passieren die Folterungen, genau. die Schläge, richtig. Das ans Kreuz, ans Andreaskreuz. Streckbank, Strafbock, Guillotine habe ich, Lederdrehrad, genau. Ja. Du hast gerade gesagt, deine Mama arbeitet mit bei dir im Studio und ist deine Zofe. Ja. Ist das sowas wie eine Assistentin? Genau, richtig. Ah ja. Genau. Es ist ja, meistens denken die Leute, es wird nur geschlagen im Studio ja. mit Gewalt. Das ist es ja gar nicht. Es ist eine echte Kunst, das rauszuholen, die Fantasie, mit der Mann zu mir kommt. Also es ist nicht so plump, einfach plump, man kommt hin und haut einfach auf den Hintern, so geht's nicht, ne? Das ist eine ganz feine Kunst, ja, das aus ihm rauszuholen, was er in seinem Kopf gerade hat. Wie lange dauert denn so eine richtig gute Session mit einem Kunden? Mindestens ein bis zwei Stunden. Ja. Kommen die Kunden einzeln zu dir oder kommen auch schon mal Paare oder mehrere? Paare seltener, aber es sind mehr Einzelkunden, weil sie alle sehr anonym und diskret sein möchten. Was sind das für Männer? Du musst ja sonst natürlich keinen Namen nennen, aber was sind das so für Männer? Aus welchen Schichten? Wie alt sind die? Du, das sind alle Schichten. Das ist immer wieder das Tolle. Das ist der wirklich hart dafür sparen muss. Und das ist der sich erlauben kann, gerade mit der Mittagspause vorbeizukommen. Was kostet eine Stunde bei dir? Ich nehme 150 Euro, wobei ich damit noch sehr günstig bin, weil der Euro hat ziemlich viel kaputt gemacht, wo du früher schon 600 bis 800 Mark genommen hast in der Stunde, ja.
Okay, so, du sagst aus allen Schichten. Also ist der Manager, der richtig Kohle hat, aber da ist auch... Sagst du, ich bin ständig dominant. Ich habe hier ständig was zu sagen. Ich bin der Chef, ich möchte jetzt auch mal devot sein. Ja. Ich möchte jetzt auch mal... Das alte Lied. Die Macht der Frau spüren. Ja, also jemand, der im Beruf sehr stark ist, kommt dann zu dir und lässt endlich mal alles fallen und lässt sich befehlen. Genau, der wird gefesselt. Ne? Dann bearbeite ich die Brustwarzen und dann kriegt er Gewichte an die Eier und dann demütige ich ihn. Es kommt immer drauf an, was er für ein Typ Sklave ist. Gibt es auch sehr junge Männer, die zu dir kommen? Ja. Wie jung? So wirklich ab 18, 19? Also ab 18, jünger natürlich nicht. Natürlich nicht, nein. Aber so aber 18 sehr jung schon. Und hübsche und wirklich knackige und die sich dann auch wirklich rannehmen lassen. Ja. Sind aber wahrscheinlich in der Minderheit, ne? Denn ich ja, schon. Es sind meist so ab 30, 40. Ja. Wer ist dein ältester Kunde gewesen bisher? Oder wie alt war der? Um die 80, das war der Älteste, wo ich auch wirklich vorsichtig sein muss. Ne? Um die 80? Wenn er dann abgemolken wird, dann muss ich schon aufpassen. Ne? Ja. Wollte der 80-Jährige, wir wollen gar nicht in Details weitergehen, aber der wollte auch geschlagen werden. Das sind die genau, die so auf dem Krieg hängen geblieben sind, die einfach sagen, ich brauche den Po voll, ich bin der Lausebengel, der Dummheiten gemacht hat. Ja. Ja, das sind meistens die Älteren. Und die sagen wir, die Jüngeren, die wollen eigentlich mehr so dieses Gefesselte sein, ne? Dass ich dann so um den rumlaufe, ihnen meinen Absatz in den Mund stecke und diese Dinge, ne? Du bist wahrscheinlich auch extrem schick gestylt, könnte ich, ne? Teure Lederklamotten. Ja, Lack, Leder, Gummi, ich habe alles da. Ja. Ist das für dich, abgesehen von der mentalen Lust, so etwas zu tun, hat das auch eine sexuelle Erregung für dich, wenn du Männer quälst? Nein. Nein? Gar nicht. Gar nicht? Ich bin da komplett unantastbar. Ja. Also in der mental für mich total geil, aber privat muss ich mich anders ausleben. Wie lebst du dich privat aus? Ja, es ist sehr schwierig. Ich habe keinen Freund. Weißt du, es ist so schwierig, als dominanten Mann zu finden. Wie sollte denn deine private Verbindung gestrickt sein? Sollte das normal ablaufen? Ja, also gut, wir können natürlich ein bisschen Spielchen machen, klar, gerne. Mhm. Aber da möchte ich dann nicht so einen devoten Sklaven haben. Also eher so gleichberechtigten Mann. Genau. Auch mit der normalen Sexpalette so. Also nicht. Aber ruhig, ich bin da auch sehr ausgefallen, ne? Ja, aber du hattest doch sicher mal in den letzten Jahren mal einen Freund oder so, oder nicht? Ja, klaro. Mhm. Aber die nutzen dich halt finanziell dann auch arg aus, ne? Ja, dann musst du dir einen reichen Typ suchen. Ja, oder so. Aber die, ja. Nein, ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Männer davor abschrecken, wenn die dich irgendwo nett in der Kneipe oder in der Disco kennenlernen. Und was machst denn du vom Beruf? Und die erwarten vielleicht, ja, ich studiere oder ich bin Arzthelferin oder so, und sagst du, ich bin Domina. Dann gehen die Jungs laufen. So sieht's aus. Mhm. Du hast es auf den Punkt gebracht und das ist mein Problem. Ja. Also sage ich bin Tierarzthelferin, das bin ich ja auch. Aber es fängt schon alles so verworren an. Ja, aber du kannst ja nicht, spätestens irgendwann fliegt es ja auf, ne? Ja, dann sage ich, gut, offiziell bin ich selbstständige Masseuse, weil das kannst ja auch, es ist ja das Problem. Aber, die Leute stecken dich in so eine Schublade. Aber du bist so beruflich für dich entschlossen, dieses Ding noch sehr lange zu machen? Ja, gerne. Ich möchte mich schon, ich tue mit weißer Magie mich beschäftigen, ich tue mich geistig weiterbilden, möchte auch vielleicht mein Abi nachmachen, aber... Ich frage mich gut, da muss noch mehr kommen, ne? Mhm. Ich bin wirklich eine gute Domina. Mhm. Aber du wirst halt leider immer wieder als Prostituierte angesehen. Was? Das ist die Domina nicht. Nein, also du hast nie Geschlechtsverkehr mit deinen Nein, Kunden? Nie? Habe ich nicht. Ich habe dafür meine Zofen, die auch wirklich gerne Sex machen. Dann zahlt der Gast extra und dann setzen sie sich drauf, ne? Die Mama zum Beispiel? Zum Beispiel. Wie alt ist die Mama? Die ist in Wirklichkeit 51, sieht aus wie 45. Ja, und geht so als 38 durch? Ja, geht als 45 durch, ja. Wie viele Zofen hast du? Ich habe zwei Zofen. Ja. Zwei Stück. Was ist der Traum? Wo möchtest du so in 10, 15 Jahren sein? Mit einer glücklichen Familie, ein Mann, der mich versteht. Ah, ja. Aber dann wird es darauf hinauslaufen, dass du dich dann irgendwann doch wieder aus diesem Milieu verabschieden wirst müssen. Weiß ich nicht. Ich glaube, man kann auch mit 40, 50 noch eine gute Domina sein. Ja, schon. Aber die Frage ist jetzt, ob das kompatibel ist, ob das zusammenpasst. Ein Mann, eine Familie und diesen Job. Und ob du einen Mann findest, dann wirst du irgendwann abwägen müssen, was ist mir wichtiger, in welche Richtung will ich gehen. Da hast du recht. Ja? Also mein Traum ist es im Moment, ein richtiges Castle zu haben. Am besten eine Villa, wo ich richtig ausbauen kann, mit Flaschenzug, ne? Ja. Und mit extra Räumen und ich habe auch einen Kerker da, wo ich die einsperren kann. Also du willst expandieren noch? Ja, das möchte ich. Du musst expandieren, ja. Ja, das möchte ich. Also, das war unser Tanja. Ja. Domina.
Das sage ich schon meinen eigenen Domina Namen. Domina spricht mit Domian, genau. Mir fällt gerade, ich habe von neulich irgendeine lustige Mail bekommen, da schrieb irgendjemand Domian, das käme doch auch von Domina und ob das da irgendwie einen Zusammenhang gäbe. Nein, gibt es natürlich nicht. Nein. Du grüßt herzlich deine Mama von mir. Mache ich. Und wünsche alles Gute und viel Danke Erfolg. Danke dir auch. Okay, tschüss. Bis dann. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und hier ist der erste Mann heute in der Sendung und das ist der Marcel. Marcel ist 35. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Und Hallo. Zwar folgendes. Bei mir laufen die Menschen weg, wenn sie von meinem Beruf hören. Was machst du? Ich bin Leichenwäscher. Oh ja. Und zwar, ich ziehe Leichen an und wasche sie. Also erstmal wasche ich sie, dann ziehe ich sie an. Mhm. Ich rasiere sie und die Haare mache ich denen. Und nebenbei fahre ich dann mit den Freund von meinem Vater, also Freund von meinem Vater, fahre ich dann los und hole dann auch mal Leichen ab von Fundort oder vom Unfällen. Ja, also arbeitest du in einem Bestattungsinstitut? Richtig. Ja. Mhm. Aber nur als Aushilfe ab und zu, weil eigentlich habe ich einen anderen Beruf erlernt. Ich bin nämlich normalerweise Koch. Einen anständigen Beruf? Ja. Wolltest du sagen, das ist kein, das was du machst jetzt, finde ich, das ist kein unanständiger Beruf. Das ist ein ungewöhnlicher Beruf, aber den muss es eben auch geben. Ja. Da wollen wir gar nicht sagen, dass es ein unanständiger Beruf ist. Nein, es ist nicht unanständig, nur es ist eben halt so, dass auch viele Leute, wenn man sagt, so wie du eben gerade auch schon sagtest zu der Vorrednerin, wenn man das sagt, was man gerade macht, dann laufen die Leute weg. Ja, konkret, wie reagieren, wenn du Mädels, Frauen irgendwo kennenlernst und du sagst, was du beruflich machst? Was ist denn? Ich habe zwar eine Verlobte, aber ich meine, sonst zum größten Teil sagen die Frauen, wie kannst du nur, wenn ich mir das vorstelle, da einen Toten liegen zu sehen oder so. Wie lange machst du das eigentlich jetzt schon? Also ich mache das jetzt schon 5 Jahre. 5 Jahre. Und wie lange bist du mit deiner Verlobten zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre. Das heißt, du hast sie kennengelernt, als du schon in dem Job warst. Ja, richtig. Und sie kann damit gut umgehen? Sie kann damit gut umgehen, weil wir, also ich sag mal so, sie guckt auch ganz gerne mal Horrorfilme oder so. Also sie hat da zwar auch so ein... Ja gut, aber ist ja was anders irgendwie. Aber ich meine, im Endeffekt, also sie hat da keine großen Probleme. Also wenn ich nach Hause komme, dann ist der Job hinter der Tür. Also sie hat nicht die Vorstellung, mit den Händen hast du den ganzen Tag Leichen gewaschen und damit willst du mich jetzt streicheln. Das sagt sie nicht. Weil, also ich habe Handschuhe an, ich bin hinterher identifiziert, alles. Mhm. Und zum größten Teil, also... gehe ich vorher nochmal, bevor ich überhaupt nach Hause komme, duschen oder sonstiges. Also das ist kein Problem. Du machst das den ganzen Tag quasi? Ja. Ja. Was ist für dich an dieser Arbeit das Schwierigste, als Leichenwäscher zu arbeiten? Das Schwierigste ist für mich eigentlich immer so, die Leute hinzukriegen, finde ich, wie die Angehörigen die haben möchten. Weil es gibt teilweise, sag ich mal, Angehörige, wo gestorben sind oder, sag ich mal, wo eine Frau kommt und sagt, schauen Sie mal zu, ich möchte meinen Mann so und so gerne nochmal sehen am offenen Sarg. Und dann, wenn der Bart dann, sag ich mal, nicht vorhanden ist, so wie sie halt da ist, dann muss man ja schon schminken oder den Gesicht hinkriegen und das ist schon das Schwerste. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, bei Unfallopfern oder bei Menschen, die sehr schwere Erkrankungen hatten, wenn man die dann nochmal so herrichten muss. Ja, weil, also ich habe auch von deinen Assistenten erzählt, ich hatte letztens einen Auffallunfall. Das war eine Frau mit 2 Kindern, die wurde vom LKW zerdrückt. Mhm. Die waren im Golf drin, die wurden vom LKW platt gefahren. Mhm. Und ein Kind konnte gerettet werden und das zweite, das mussten wir abholen. Mhm. Und das zweite Kind, was eben halt verstorben war, das war gerade mal 3 Jahre alt. Mhm. Und da wollten die Angehörigen das dann so haben, dass sie sehr natürlich aussieht, sag ich mal. Und ist euch das gelungen? Ich sag mal so, dank meines Vaters Freundes, also der hat da schon etliche Jahre Berufserfahrung, der hat das sehr gut hingekriegt. Wie ist es für dich, wenn du gerade, Stichwort, wenn Kinder verstorben sind oder Kinder verunfallt sind, welche Gefühle löst das in dir aus? Ja, ich habe momentan selber keine Kinder, aber für mich ist das immer so ein bisschen, wo ich sage, um Gottes Willen muss das sein, so ein kleines Kind hat ja noch nicht mal was vom Leben gehabt. Und also ich bin dann schon meistens so, dass ich dann sage, du, tut mir leid, da kann ich nicht. Mhm. Das, dann sage ich eher lieber bei älteren Leuten,
packe ich mir dann. Und dann kommt ein Kollege und tauscht sich sonst mit mir auf. Also das ist kein Problem. Dann arrangiert man sich ja so gegenseitig. Ja, und meistens ist dann auch da, dass die Ältesten da sind, die älteren Kollegen. Mhm. Und die sagen dann, okay, komm her, ich mach. Und dann die geben dann Ratschläge. Meistens setzt man sich hinterher auf einen Kaffee und eine Zigarette zusammen und redet darüber. Und meistens auch eine Psychologin dabei. Mhm. Ich habe dich gerade gefragt, was das Schwierigste für dich ist. Ich meine, ich möchte das nochmal fragen und das so auf den Bereich beziehen, was das Seelische anbelangt. Du hast jetzt gesagt, wenn Kinder da liegen. Generell, wie sehr nimmt dich diese Arbeit mit? Ich sag mal, nicht allzu doll. Nach denen, wo ich jetzt die 5 Jahre dabei bin, muss ich sagen, ich habe mir da Schlimmeres vorgestellt. Ich finde, also es ist so immer Routine geworden mittlerweile. Mittlerweile Routine, ja. Mhm. Weil, also ich sag dir ganz ehrlich, es ist für mich ein ganz normaler Beruf. Wie musst du dir vorstellen, ein Schlachter, der morgens ins Schlachtzelt kommt und schlachtet, musst du dir das vorstellen. Ja. Es ist zwar Leben und Tod gehört. Du möchtest mir eigentlich nicht vorstellen, was da um Menschen geht, aber ich verstehe schon deinen Hintergrund, was du damit sagen möchtest. Ich sag mal so, wenn beispielsweise ein Schlachter ausgelernt hat und ein Tier schlachtet, ist das irgendwann Routine, ein Tier zu schlachten oder vielleicht mal auseinanderzunehmen, um das so zu verkaufen. Ist das so? Ja, bitte. Und bei uns ist es eben halt so, oder bei mir ist es momentan so, ich habe zwar noch so ein bisschen Hemmschwellen für einige Sachen dabei, aber ich sag mal so, zum größten Teil habe ich mich damit schon abgefunden. Mhm. Habt ihr es auch zu tun mit Opfern von Verbrechen, die vielleicht lange irgendwo im Wald gelegen haben oder im Wasser gelegen haben oder so? Auch, wir haben schon teilweise Opfer gehabt, wo sich selbst umgebracht haben, dann wo umgebracht worden sind. Mhm. Dann das Schlimmste, was ich mal gehört hatte, was mein Freund gemacht hatte bei sich in der Arbeit, auch in dem Betrieb, da war einer 6 Wochen tot in der Wohnung, der war schon halb skelettiert gewesen. Mhm. Den müsst ihr dann auch natürlich irgendwie in einen Sarg hieven, irgendwas machen mit dem. Ja. Da kommt eine Plastikwanne und in der Plastikwanne ist meistens noch eine Tüte und dann packen wir den erst in die Tüte, von der Tüte dann in die Plastikwanne und dann geht er mit dem Auto. Wenn ihr da, machst du, also nehmen wir mal an, den normalen Fall, du richtest einen toten Menschen her, machst du das alleine oder ist da noch jemand bei? Nee, da ist einer dabei, der das gelernt hat. Ja. Und ich habe es ja mit angelernt gekriegt. Werden dann auch so Witze gemacht und Späßchen oder ist das ernst? Nein, das wird knüppelernst durchgezogen. Also da wird nicht irgendwie den Angehörigen am Ohr rumgezogen oder die Finger gestreichelt oder so. Also das wird alles dekorat gemacht in dem Beruf, wo ich bin. Du hast gerade gesagt, zwischendurch trinkt man mal einen Kaffee. Kann man dann so rausgehen und ein Brot auspacken und essen? Geht das? Hinterher ist das am besten. Seid ihr ganz ehrlich, wenn die Arbeit vor Ende ist, seid ihr ganz ehrlich, ist es am besten, wenn man einen Kaffee trinkt und eine Zigarette raucht, weil man sich dann mit den Kollegen austauschen kann oder über die Situation reden kann, wie derjenige wahrscheinlich verstorben ist, weil man kriegt ja teilweise gar nicht mit dran, sondern nur, dass einer gestorben ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da sehr stark konfrontiert ist mit heftigen Gerüchen. Ist das so? Ja, also so ein Leichengeruch, kannst du dir vorstellen, riecht sehr süßlich. Am Anfang und nach einer Zeit wird er dann ziemlich extrem. Also das muss ich dir dann vorstellen, das riecht so ungefähr wie ein Messi seine Wohnung. Kriegst du denn diesen Geruch, wenn du dann nach Hause kommst abends, kriegst du den aus der Nase raus? Nicht wirklich, sag ich dir ganz ehrlich. Nicht wirklich. Wenn 5 Jahre machst du das jetzt schon? Da gibt es zwischendurch auch Urlaube. Ja. Wenn der Urlaub sich dem Ende zuneigt, freust du dich dann auf die Arbeit oder ist dir das ein Grauen? Es ist ein Grauen. Es ist ein Grauen. Ehrlich. Ja, es ist ein Grauen. Aber da frage ich mich, warum machst du es immer weiter, wenn du Koch gelernt hast? Ganz einfach, weil ich habe diesen Koch gelernt, gerne sogar. Und in dem Bereich ist es zwar nicht schwer, wieder einen Job zu finden, aber man wird deutlich unterbezahlt. Und momentan ist der Beruf vom sag ich mal, Bestattungsgehilfen doch sehr nützlich, als wenn man nur zu Hause sitzt und, sag ich mal, vom Amt abhängig ist. Irgendwie. Natürlich. Ne? Und also ich sag mal so, ich habe damit nie irgendwie Probleme gehabt und also ich sag mal so, wenn einer damit Probleme hat, ist es okay. Aber ich finde diesen Beruf, den muss es geben. Ja. Der gehört genauso zum Leben dazu. Jetzt bist du 35 Jahre alt. Willst du das bis zu deiner Rente machen? Nein, bis zur Rente bestimmt nicht. Also vielleicht noch 2 Jahre und dann werde ich wohl wieder als Koch. Ah ja, dann ist doch, das ist dann doch eine absehbare Zeit. Ja. Ja.
Ja, dann wünsche ich dir, dass du durch diese 2 Jahre noch gut durchkommst, Marcel. Und vor allen Dingen, dass du dann auch einen guten Job findest als Koch, wie du es gerne haben möchtest. Das wäre nett, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, bleib halt, ciao. Tschüss. Ihr Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf morgen. Morgen sind wir nicht im WDR-Fernsehen. Nicht im WDR-Fernsehen, ausschließlich im Radio bei 1 Live und bei 1 Festival. Und unser geplantes Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch eigene Schuld behindert, das wird verschoben auf März. Also in der Nacht von Donnerstag, diese Woche auch eine freie Themennacht, kein festes Thema. Jetzt bin ich verbunden mit Felix und Felix ist 25 Jahre alt. Hallo Felix. Hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Was machst du denn? Was hast du gemacht? Ja, jetzt hatte ich es gerade über Gerüche, da musste ich ein bisschen lachen. Ja, also ich bin tätig und zwar reinige ich sogenannte Auffangbecken von städtischen Abfällen, Fäkalien, Kloakenbecken. Oh ja, da bist du natürlich volle Kanne konfrontiert, ne? Mit Gerüchen aller Art. Oh ja. Du reinigst diese Becken, also so Klärwerke oder was ist das? Genau, also es sind eine Art Klärwerke, teilweise wieder Aufbearbeitungswerke. Mhm. Heißt, man muss sich vorstellen, aus verschiedenen Stadtbezirken fließt eben so der ganze Schutt, der ganze Fäkalie von uns Menschen eben zusammen und dem muss ja irgendwas geschehen. Die werden in diesen Becken aufgefangen. Mhm. Diese Becken müssen eben regelmäßig gewartet werden und auch teilweise, man kann es sich nicht vorstellen, gesäubert werden. Mhm. Und ich habe es einmal mal gesehen. Das war auch so ein unglaublich großes Becken, wo der ganze Siff abgelagert wurde, bis er vertrocknet war. Macht man das heute immer noch so? Also deswegen versucht man das Ganze ja regelmäßig, man wird dann abgelassen, also die ganze Kloak wird abgelassen und das Becken wird dann gereinigt. Aber es gibt eben auch den Moment, dass irgendwas verstopft ist. Ja, ja. Und da wird man gerufen, also in dem Fall ich, und wird beauftragt, eben gewisse Rohre zu die Verstopfung zu lösen. Wie macht man das? Hast du Gerätschaften dafür? Ja, also ich selbst trage einen Schutzanzug, der ist voll aus Gummi. Ach, du steigst da sogar rein? Ja, ja, ich tauche da regelmäßig. Ach du, ich dachte, du würdest da oben am Beckenrand stehen und mit einem großen Stab irgendwann. Also wir wollen sagen, du steigst in die Scheiße rein. Ja, richtig, in der Tat. Und das ist ja krass, mit einem Taucheranzug. Taucheranzug, richtig, ja. Aber da sieht man doch gar nichts. Da sieht man nichts, da hat man, man muss sich vorstellen, so ein Scheibenwischer. Eine Taucherglocke mit Scheibenwischer, ja. Also es ist schon irgendwie verrückt. Und man ist dann dort unten und sieht eben immer nur partiell etwas. Also es ist nur für einen kurzen Moment. Mhm. Man bewegt sich quasi mal immer eine kurze Sicht und in die Richtung schwimmt man. Und wenn man am Rohr ist, das gereinigt werden muss, hat man eben auch Werkzeuge. Also man hat zum Beispiel Saugglocken, man kann wie diesen Blöckel. Ja, Blöckel, ja, ja. Von der Toilette, ja. Ja, diese Gummidinger, ne? Genau, ja. Und sowas eben in etwas größer und auch elektrisch. Man kann also auch anziehen und reindrücken und macht so Rohre frei. Was verstopft denn da? Was ist denn da so üblich? Was findest du? Was siehst du da? Also, ja, ich sehe dort Kot. Ja, ist klar, ja, ja. Das ist ein Kot in Massen. Mhm. Und was eben so in der Kanalisation noch rumschwimmt, das sind Abfälle, das ist Papiermüll, das sind Dosen, das sind also alles, was so weggeschmissen wird und eben dann eigentlich unrechtmäßig in der Kloake eben unten landet. Und das sorgt eben manchmal wie so eine Art, ja, da schwimmt dann alles zusammen und verstopft eben so ein Rohr. Was würde passieren, wenn ich nicht das Ganze nicht beheben würde? Wäre ganz einfach, dass dieses Becken überlaufen würde und die Scheiße auf gut Deutsch uns überschwemmen würde. Was hast du denn da schon für Sachen gesehen, die dich fast umgehauen hätten, dass die da zu finden sind? Oh, also angefangen harmlos von natürlich Präservativen bis über Dosen. Ich hatte also das Kleidungsstücke jeglicher Art, also man findet dort, da möchte ich auch nicht wissen, wo sie herkommen, Schlüpfer, Herrenschlüpfer, Damenschlüpfer, wahrscheinlich, da denke ich mal, die werden runtergespült eben, ganz normal durch die Toilette. Ja. Ja genau, alles was die Toilette runtergespült wird, landet natürlich auch unten in der Kloake, ist klar. Also, gibt's auch Tierkadaver? Tierkadaver natürlich auch Ratten. Klar, natürlich, ja klar, aus der Kanalisation, Ratten sind quasi schon Standard, die schwimmen da unten drin auch rum, die liegen am Grund und
Die werden auch alle Vierteljahr, werden die mal komplett, also wird überhaupt der größere Schund, also die größeren Teile, sage ich jetzt mal, werden dort aussortiert. Mhm. Also die werden rausgeholt, richtig geht rausgeholt. Jetzt stelle ich mir das vor, sitzt du da wirklich in dieser Kloake und säuberst das, dann kletterst du völlig eingesifft nach oben wieder. Wie geht's dann weiter? Dann muss sich auch erstmal jemand abduschen oder wie? Genau, es gibt dann sogenannte Duschkabinen, da läuft man einfach rein wie so ein Frosch und dann drückt man eben auf den Knopf und dann macht es und dann wird man komplett per Dampfstrahler, also auch schon, dass schön alles weg ist. Also erstmal der Anzug, ne? Erstmal der Anzug wird gereinigt. Genau. Im vollen Anzug, ja genau. Mhm. Genau, man dreht sich dann quasi im Kreis, die Dusche läuft automatisch mit ziemlich viel Kraft. Mhm. Dreht sich im Kreis, sodass man auch alles weg hat. Man tut halt seine Hände in den Strahlen oder seinen Anzug eben. Ja. Ja, und dann, wenn es dann soweit ist, dann kann man da, zieht man sich aus. Ja. Und wenn man sich auszieht, hat man ja logischerweise auch Kontakt mit dem Anzug, ist ja klar. Und dann desinfiziert man sich natürlich nochmal, weil es auch wirklich jegliche Wunde oder jegliche kleine Geschichte am Arm oder an Händen ist hohe Ansteckungsgefahr. Ja, du kannst dir alles möglich holen. Die schlimmsten Krankheiten bis hin zu Hepatitis C und was ich was alles. Alles. Da wird sehr drauf geachtet und man muss dort auch wirklich, also man kriegt einen Ganzkörper, man sprüht sich komplett ab. Man kriegt den ganzen Körper. Wie oft machst du das? Jeden Tag? Also früher, wie gesagt, ich hatte damals ja auf diese Anzeige reagiert und da war das Ganze eben nach Auftragslage. Und inzwischen habe ich ja eine Ich-AG gegründet. Ach so. Ja, ach so. Ja. Und plane eben das Ganze auf je nach Auftragslage zu machen. Das heißt, ich inseriere auch, ja, und sage, es gibt es ja nicht nur in meiner Stadt, es gibt es ja in vielen anderen Städten auch. Ah ja. Und versuche eben, mich so ein bisschen zu etablieren als der. Ach so, und ich dachte, du wärst ein städtischer Bediensteter. Nein, du bist ein freier kleiner Unternehmer, der nach Bedarf angefordert wird. Inzwischen ja, genau. Ich muss hier was zu dem Gestank fragen. Wenn du da in deiner Glocke drin sitzt, dann riechst du ja nichts. Oder riecht man da auch was? Man riecht etwas. Dafür gibt es ja eben diese Nasenklemmen eigentlich. So eine Art Nasenklemme ist das. Aber du kriegst doch den Sauerstoff aus deiner Flasche. Und dennoch kommt da Geruch irgendwie durch. Dennoch kommt Geruch durch, ja. Also es stinkt so sehr, dass selbst trotz des Sauerstoffs durch die Flasche Geruch in der Glocke ist, die du auch wahrnimmst. Auch durch den Mund. Als du das allererste Mal gemacht hast, hast du dich nicht abgrundtief geekelt? Soll ich ehrlich antworten? Ja. Nein. Nein? Ja, dann bist du hart im Nehmen. Ja, ich bin hart im Nehmen. Mhm. Genau solche Leute haben sie auch gesucht. Also deswegen, also wie gesagt, und ich hatte es vorhin schon, glaube ich, weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, also man verdient 50 Euro die Stunde. Ja, ja. Und die werden auch gerne bezahlt. Also das ist für mich, sage ich mal, wenn ich zweimal die Woche einen Auftrag habe, dann reicht das. Mhm. Und einigermaßen gutes Leben zu leben. Ja. Wenn du das Leuten erzählst, Frauen beispielsweise, wie ist da die Reaktion? Wir hatten gerade das Thema ja auch schon bei den anderen Anrufern. Ist klar. Also meine Freundin, die hat natürlich lange gebraucht, bis sie damit klargekommen ist. Mhm. Es ist auch immer so ein, natürlich klar, eine Imagefrage, auch wie kommt das rüber, wenn man irgendwo auf einem Geburtstag sitzt. Klar, Und da geht es darum, was macht denn der Bub? Und ja, ist auch nicht gerade so ein Beruf, wo man mit angeben kann, ne? Ja, richtig. Und dann, man versucht darum rumzukommen, das über das Ganze zu reden. Aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann muss man nach einer Weile auch ein bisschen dicke Haut entwickeln, um zu sagen, ja, also ich reinige eben Kloaken. Ja klar, ich reinige euren Dreck weg, den ihr jeden Tag macht. Genau, richtig. Ja, so ist es doch. Du, ne? Ja. Genau, wir sind ja alle dafür verantwortlich, was du da wegräumst. Aber du lügst dich da nicht irgendwie raus. Du stehst dann schon zu dem, was du machst. Ich stehe schon zu dem, was ich mache. Also, wie gesagt, es ist, wenn das Eis erstmal gebrochen ist, dann bin ich auch meistens ganz unbedenklich. Am Anfang natürlich die erste Reaktion ist immer erstmal, sag mal, spinnst du, was machst du? Ja. Aber dann erzählt man es den Leuten wie ich dir und dann, nach einer Weile, vor allem wenn man dann erzählt, dass man dabei ganz gut verdient, dann der eine oder andere sagt dann, echt, wo kann man das machen? Also auch wieder ein Job, den ich so nicht kannte, noch nie gehört habe, der aber absolut notwendig ist und gut, dass es Leute gibt, die das machen, wie beispielsweise Felix. Danke für den Anruf, Felix. Domian, alles klar, alles Gute dir. Gell? Alles Gute dir auch. Jo, tschüss. Es geht weiter mit unserer Sendung Ungewöhnliche und extreme Berufe mit Nico. Nico ist 24. Hallo Nico. Hi. Hi. Schön, mal durchgekommen zu sein. Ja.
Was machst du denn vom Beruf? Ja, ich habe von 1999 bis 2003 auf Europas größter Nerz- und Polarfuchsfarm gearbeitet. Auf Island. Auf Island? Ja. Auf Island gibt's Nerze? Ja, das sind, also in Island sagt man Minks. Mhm. Und ja, sind frettchenartige Tiere, ne? Ja. Und ja, die wurden im Mai wurden die geboren, ja. Wurden bis November gemästet, wirklich fett gemästet. Und es war so, dass circa 5 bis 12 Tiere auf 1 Quadratmeter gelebt haben. Mhm. Und im November ging dann das Schlachten los, ne? Und mhm. Das sind Bilder, die will man eigentlich ja nicht sehen, ne? Das ist also. Wie schlachtet man diese? Die sind ganz putzig aus, ne? So Nerze. Das sind eigentlich ganz liebe Tiere, aber ja. Wenn die ja in Käfigen sind, dann sind die schon aggressiv, ne? Mhm. Ganz klar. Weil die halt auch so viel zusammenleben. Ja, klar, ja, ja. Und die Minks, die werden vergast, das hört sich schlimm an und kommen circa 100 Stück in eine, ja, so eine Gasbox ist das, da ist ein Motor mit dran und dann kommt dann das Gas rein. Mhm. Und die Füchse, die werden per ja, Stromschlag getötet, ne? Ja. Sind die Tiere denn, die vergast werden, sind die sofort tot? Oder hast du gesehen? Nein, nein. Das ist ein Kampf von ja, 1 bis 2 Minuten, ne? Mhm. Also es ist ganz schlimm, ja. Was wird dann gemacht, wenn die, bleiben wir bei den Nerzen mal, wenn die dann gestorben sind, die Tiere, was macht man dann mit den Tieren? Ja, zuerst werden, ja, ich weiß, es ist jetzt schon krass zu hören, so, aber die Finger werden abgeschnippelt mit einer Säge und dann werden die gehäutet, die werden getrocknet, die Felle und ja, circa 2 Monate gelagert und dann werden die nach Finnland verfrachtet, da bin ich auch 2 Mal mit gewesen. Mhm. Und kommen auf eine Versteigerung. Dann sind dann einige Ölscheiß da und russische Händler und die kaufen dann richtig ein. Ne? Und ich habe das mal durchgerechnet. In der einen Saison hat mein Chef circa ja, 1,5 Millionen Euro gemacht. Ne? Das also, geht also ganz klar. Es ist Pelzzucht und Pelzhandel. Es ist Pelzzucht und Pelzhandel. Wenn die Tiere auf so engem Raum gehalten werden und entsprechend auch aggressiv sind, sind die Pelze denn dann überhaupt noch vollwertig und gut? Nein, also ich muss sagen, dass circa 40% der Geborenen, die fressen sich gegenseitig auf, durch die, weil die halt so nah zusammenleben. Ne? Also es ist, es fängt an, dass sie sich die Ohren wegbeißen und ja, dann fressen die sich dann nach und nach auch auf. Ne? Wie lange werden die Füchse gezüchtet, bis sie getötet werden? Auch von Mai bis November. Länger nicht? Nein, länger nicht. Also sie sind gerade mal so im Teenager-Alter und dann kommen die schon weg. Ne? Also weiße Füchse, Polarfüchse? Das sind Polarfüchse, ja. Die dann offensichtlich auf der Welt, wo auch immer, sehr begehrt sind, diese Fälle. Ja, also. Was hast du denn genau, was waren deine Aufgaben dort? Ja, meine Aufgaben, also ich habe selber nie getötet, das wollte ich auch nicht. Ich habe die Tiere vom Stall bis zur Fabrik gebracht. Ne? Mhm. Ich habe so einen kleinen, ja, so einen Hubwagen, da kamen circa 10 Tiere drauf. Mhm. Und ich habe sie halt nur hin und her gebracht. Aber ich habe natürlich auch alles gesehen, weil das war eine Arbeit, ein 16-Stunden-Arbeitstag war normal in der Saison. Mhm. Und ja, den ganzen Tag halt geschlachtet. Ne? Hast du das denn damals auch schon als so grauenhaft empfunden? Ja, natürlich. Warum hast du es gemacht dann? Ja, es war so, dass ich war damals abhängig gewesen. Ich habe eine Therapie dort gemacht. Mhm. Und auf Island? Auf Island, genau. Mhm. Also abhängig, drogenabhängig? Drogenabhängig, bis vor 2 Jahren, ja. Weil das ist ja ungewöhnlich, ja, Island im ja, Hals. Ja, es war so ein, ja, soll man sagen, so, das wurde zum ersten Mal gemacht. Es gab schon Gruppen in Portugal oder so und in Island war es das erste Mal. Mhm. Und die Leute, die kannten sich da auch nicht aus mit Drogenabhängigen. Mhm. Und ja, ich bin da reingerutscht. Mir wurde damals gesagt, wenn ich jetzt zurückgehe nach Deutschland, steht die Polizei in Frankfurt am Flughafen und dann komme ich ins Gefängnis. Ja. Du hast das mehrere Jahre gemacht. Ja. Und hast du denn dann wieder Fuß fassen können in Deutschland in einem anderen Beruf? Bis jetzt nicht, nein. Ich bin Gerüstbauer, arbeite bei meinem Vater in einer Firma, aber ich bin auf Ausbildungssuche. Ne? Ja, aber immerhin, du arbeitest in einer Firma. Ja, genau, sicher. Das ist ja krass. Das sind ja so Sachen, die man immer nur so im Fernsehen, so geheime Aufnahmen von, wie heißt diese Organisation? Greenpeace zum Beispiel. Ja, es gibt für Tiere auch noch, fällt mir jetzt gerade nicht ein, egal, die so geheime Aufnahmen machen. Ja. Ja, wir hatten, kann ich kurz dazu sagen, wir hatten eine auf einer Nachbarfarm, die hat Pferde trainiert. Und wir hatten 400 Meter lange Ställe und die ist nachts auch zu diesem Stall hingegangen und hat diese Papiere, weil alle Füchse hatten Papiere, hat die abgerissen und die mussten wir dann im Sommer alle so töten. Mhm. War kein, ja, weil wegen Inzucht halt, ne, war dann das Problem. Ich erahne deine Situation, dass du da in einer Zwickmühle gesessen hast. Ja. Dennoch gab es zwischendurch nicht, es waren ja immerhin doch ein paar Jahre, zwischendurch irgendwie so ein doch so eine Sehnsucht abhauen zu wollen, ist natürlich, eine Aussage. Fast täglich, also in der Saison fast täglich, ganz ehrlich. Mhm.
Also man sehnt sich nach Hause, ne? Aber man hat zu Hause ja auch, man ist dann abhängig wieder und ich konnte mich halt nicht entscheiden, ne? Und irgendwann ist man da drin, aber ich hatte Albträume gehabt, das also kann man gar keinen erzählen. Ne? Glaubst du, dass die Tiere das schon, man sagt ja, Tiere kriegen sehr viel mit, ja. Auch wenn sie dann kurz vor dem Abschlachten ja, sind? Ja, natürlich. Also man hat das auch gesehen, wenn man jetzt in der Saison war, man kam näher zu den Käfigen, die wurden aggressiv und haben gebissen und die merken das, wenn die Geschwister, zuerst wurden die Männer geschlachtet und man merkt das schon, also dass die Tiere das auch merken, ganz klar. Was denkst du über Leute, die Pelze tragen? Ja, da wollte ich eigentlich noch zum Schluss einen Appell zu sagen, also ich an diese ganzen reichen Schnösel und ich habe die alle in Finnland gesehen, lasst die Finger davon, guckt euch die Bilder an, wo es die gibt und also lasst echt die Finger von der Scheiße und kauft irgendwie was weiß ich, ey, man kann Lederjacken tragen, keine Ahnung, kauft keine Pelze, wirklich. Hast du irgendwie mal mitbekommen, wie die isländischen Leute, die isländische Bevölkerung das ist ganz normal, für die ist das ganz normal. Ganz normal. Das ist Pferdeschlachterei und Schafschlachterei und Füchse und Minks, das ist alles ganz egal. Das heißt, das ist gesetzlich auch alles im grünen Bereich? Das ist da gesetzlich im grünen Bereich. Das ist ja auch noch mit dem Walfängen, darf man da machen. Ja, da gibt es auch nicht so eine Tierschutzbewegung wie hier oder eine Sensibilität, dass man dagegen opponiert. Gibt es auch, aber die wollten öfter auch kommen in der Kamera, aber mein Chef hat gesagt, also ist nicht, der will nicht ins Fernsehen und gibt es da bestimmt auch, denke ich schon, ja. Weißt du eigentlich, ob viele von diesen Pelzen auch nach Deutschland, dann über Finnland gegangen sind? Oder also sind ich die weiß, dass die von reichen Leuten aufgekauft wurde und in Dänemark und in Norwegen verarbeitet wurden. Und wenn man so Kitzbühel so sieht, da ist ja einiges voll mit Menschen. Ja, natürlich, die werden auch nach Österreich und woanders in Deutschland natürlich auch verkauft. Ja. Bestimmt. Bitte keine Nerze, bitte keine Pelze. Es steckt so viel Leid der Tiere dahinter. Ne? Genau, ganz klar. Es gibt auch schöne, warme Sachen aus Stoffen und ganz tolle Sachen. Ja, doch künstliches Pelz, das ist ja... Ja, natürlich. Ja, lieber Nico, die Sendung ist rum. Ich